Hallo und herzlich willkommen zu Citizen Report und zum Sonnenaufgang auf Hurston. Ja, wir befinden uns außerhalb von Lorville. Wir waren ja letztes Mal im Orbit von Hurston ausgelockt. Natürlich hat das nicht geklappt, dass wir da wieder eingeloggt sind, sondern sind natürlich in unserem Apartment in Lorville aufgewacht. Und ich wollte ja eigentlich noch mal so einen Landeanflug machen, also so eine Landung im Hangar probieren. Und ja, war alles ziemlich nervig. Bin da ein paar Mal mit der Hornet gestartet, um dann praktisch wieder zu landen. Und ich glaube, ich bin 4, 5 Mal abgestürzt, also nicht ich, sondern das Spiel. Und wie man auch oben den FPS sieht, ist es momentan ziemlich mau. Kann also jederzeit passieren, dass der Server wieder abraucht. Da hinten sehen wir Lorville. Und ja, ich bin dann hier jetzt mal mit meiner Terrapin gelandet. Da steht sie das gute Stück. Ich hatte ja mal darüber gesprochen, dass wir die. Oder ich hatte mal gesagt, die Terrapin hätten wir uns schon mal angeguckt, da habe ich mich aber versehen. Das war wohl in einer Aufnahme, die ich verwerfen musste. So, da habe ich mir gedacht, dann nutzen wir die Gelegenheit und gucken uns mal die Terrapin an. Und versuchen dann damit mal gleich eine Hangarlandung hinzukriegen. Es kann sein, dass das ein relativ kurzes Video wird. Zum Beispiel, wenn ich abstürze oder das Spiel abstürzt. Aber dafür hatten wir letztes Mal ja 50 Minuten. Denke mal, das geht dann okay. So, ja, das ist die Terrapin. Ja, auch liebevoll die Schildkröte genannt. Ist ein. Ja, Aufklärer wird also für militärische Zwecke genutzt, um hinter den feindlichen Linien den Feind auszuspionieren und hat daher auch sehr leistungsfähige Scanner an Bord. Ich meine, jedes Schiff hat ja eigentlich einen Scanner. Das haben wir letztes Mal bei der Hornet ja auch gesehen. Aber es gibt eben spezielle Schiffe, die eben besonders ausgerüstet sind, auch einen entsprechend großen, ja, nennt sich das Datenkern habe oder Speicherplatz, um viele Daten zu speichern und zu transportieren. Und dieses Schiff eignet sich allerdings auch gut als Explorer. Jedenfalls heißt es, dass man die Scanner-Einheit natürlich nicht nur militärisch nutzen kann. So, wir haben hier allerdings wieder unsere Schränkchen und Bettchen, ne, für lange Missionen. Mikrowelle haben wir auch. Da haben wir unsere Dusche, unser Duschklo. Ja, und dann die üblichen Komponentenbehälter, wo wir unsere Shield-Generatoren und so weiter drin haben. Und da vorne ist natürlich das Cockpit und hier haben wir ein spezielles, ja, Arbeitsplatz für den Scanner. Ist natürlich jetzt alles noch nicht so hundertprozentig in Betrieb. Power on. Ja, aber da sehen wir dann auch schon so die ersten, ja, Funktionen, die ein Co-Pilot dann ausführen kann. Oder man kann ja so wie ich jetzt das Schiff dann irgendwo parken und sich dann hier hinsetzen und den ganzen Spaß kann sie gegenscannen und erkunden. Wie genau das alles laufen wird, ist wohl auch noch nicht so ganz klar. Aber wir haben es ja beim Scannen mit der Hornet gesehen. Im Prinzip wird das ähnlich sein, dass man dann eben Sachen scannt, die man so nicht sehen kann und daher, von daher dann eben Secrets vielleicht finden kann. Okay, dann hauen wir uns mal hin. Ansonsten recht spartanisch ausgestattet. So gesehen ja auch ein Arbeitsschiff.
gucken uns das nochmal so von außen an. So, diese Klappen, die da hochgehen, das sind im Grunde genommen alles Panzerungen. Da in der Mitte sieht man auch die Scanner-Einheit. Und ein großer Vorteil von der Terrapin ist, dass sie also extrem gut gepanzert ist. Ja, die Bewaffnung ist eher zur Verteidigung gedacht, für einen kurzen Moment. Aber zum Kämpfen ist das Schiff natürlich nicht geeignet. Eher, wie gesagt, zum heimlichen Anschleichen, Scannen und wieder abzischen. Jo. Klein, kompakt, universell. Ja, was heißt universell, aber eben so als Erforschungsschiff, schätze ich mal, gut einsetzbar. Okay. So, dann starten wir mal das Maschinchen. Radar ohne Ende. Und dann starten wir mal. Takeoff complete. Schön Blick in die Sonne. Da taucht links das große Gebäude von Lorville auf. So, dann gucken wir noch mal eben von außen eine Besonderheit. Wir haben hier Thruster, ich glaube das heißt Vito Thruster, die sich also gleich zur Seite drehen, um eben den Vorwärtsschub zu gewährleisten. Und dann die Klappen. Wenn ich jetzt also das Landefahrwerk rein, Landefunktion mache, einfahre, dann sehen wir wieder auch jetzt vorne im Cockpit die noch so Schutzklappen übers Cockpit gehen und die Panzerplatten runterfahren. So, wir sind jetzt im... Es ist bei diesen Schiffen, die diese Drehbahnaggregate haben, sind wir jetzt ja wieder im Hover-Mode und dann zeigen die natürlich nach unten hin, um das Hovern zu unterstützen. Was bei schweren Schiffen nötig ist auch, weil die normalen Schubdüsen, ne, diese kleinen, die da feuern, ja auch nicht unbedingt immer ausreichen. So, wenn ich jetzt vorwärts fliege, müsste... Ah, geht trotzdem. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt Vollstoff gebe und in die, ja, in den normalen Flugmodus übergehe, dann gehen natürlich die Dinger nach hinten. Das können wir eigentlich mal ausprobieren. Müssen wir mal gucken. Ja, sehen wir, da können wir schön sehen, wie das dann, wie die da nach hinten gehen. Okay, das geht mir jetzt hier wie mir hier zu haarig. Und schon verliert man die Kontrolle über das Schiff, wenn man zu viel rumspielt. Ja, aber da kann mir keiner was erzählen, das ist mit dem Hover-Mode, das ist noch nicht so, wie das sein soll, sag ich mal. Jetzt komme ich überhaupt nicht mehr vorwärts. Ah, jetzt sieht man schon, wie Dinger nach hinten geklappt sind. Radau.
weiß nicht, ob wir jetzt hoch genug sind. Nicht, dass wir jetzt direkt in die No-Flight-Barriere reinfliegen, aber es müsste eigentlich. Nicht im Hover-Mode, sonst würden die Dinger ja runterfahren. Obwohl, das klappt auch noch nicht alles so hundertprozentig. Habe ich mir sagen lassen oder irgendwo gelesen. So. Spaceport in Sicht. Noch nicht ganz. Die sechs blauen Lämpchen. Weiß ja jetzt schon, dass er wieder in die Hose geht. Also gerade eben auch einmal, wo der Spieler herabgestürzt ist, habe ich also eine Landung hinbekommen. Allerdings auch wieder mehr mit Glück. Mich im letzten Moment wieder aus der Richtung hauen wollte. So. Jetzt bin ich auf Null. Jetzt rufen wir mal den Landeservice. Wobei, den haben wir auch hier. Da sehen wir dann mal das Video. Mal klappt's nicht. Ach nee, was ist das denn jetzt? OpenCom-Channel? Wollte ich ja gar nicht. Naja, war klar. Vielleicht bin ich auch noch nicht dicht genug dran. Ne, Global Landing Service, da haben wir es. Da sehen wir ihn. Jo, sehr schön. Jetzt geht's los. Hier sehen wir da wieder den kleinen grünen, das kleine grüne Dreieck. So, das soll dann wohl da sein. Genau, da geht die Luca auf. So, und jetzt mal wieder auf Space Break gehen. So, das Flugzeug auf die Nulllinie, das Schiff auf die Nulllinie ausrichten. So, dass es möglichst Null anzeigt. Ja, klappt wieder nicht. So. Genau. Und jetzt gehen wir mal runter. Und gehen in die Außenansicht. Sonst wird das sowieso nichts. So, da ist unser Hangar. Hab ja ein bisschen Schiss.
So, noch mal gucken. Er ist wieder nicht genau auf Null. Ja, wenn die Nase ein bisschen zu hoch ist, dann fliegt er rückwärts. Wenn die Nase ein bisschen zu tief ist, dann fliegt er nach vorne. Also man sollte ja schon genau ausrichten, nach Möglichkeit, dass es so gesehen auf Null steht. Und dass man dann vorsichtig strafen kann. Liegt der in meiner Landebucht oder was? Nee, der hat das gleiche Problemchen. Das ist natürlich jetzt nicht so schön gerade. Das ist mir aber auch egal jetzt. Tickchen zurück. So, Landefahrwerk können wir schon mal rausfahren. Na. Jetzt fängt er wieder an zu spinnen. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Und da explodiere ich gleich wieder. Ah, Glück gehabt. Ja, dann bin ich wieder weg vom Schuss, schätze ich mal. Schätze mal. Naja, ich weiß jetzt gar nicht, wo unsere meine Landeluke ist. Ja, nice. Ja, Leute, das war's schon wieder. Ne, wir haben es gesehen. Aber einmal ist er weggedriftet. Und ich bin dann gleich mit weggedriftet. Beziehungsweise war da nicht mehr zu halten. Aber man hat es gesehen, der Punkt ist eben versuchen, dass die Maschine auf Null steht und dann langsam vorwärts, rückwärts streven und natürlich runter streven zum Landen. Und wenn man erst, wenn man im Hangar ist, dann kann man die das Autoland auch benutzen. Also muss man, glaube ich, also erstmal unterhalb der Hangarluke sein. Dann sieht man ja auch dieses blaue Feld wieder. Und dann kann man also, ja, Autoland machen. Ja, wie befürchtet, wird ein etwas kürzeres Video. Mir ging es hier hauptsächlich darum, die Terrapin zu zeigen. Und ja, wäre schön, wenn das mit dem Landeanflug oder mit der Landung geklappt hätte. Aber ich denke mal, da werden wir noch öfter Gelegenheit zu haben, das durchzuchecken. Ja, wie man hier auch sieht, klappt das nicht von wegen, dass ich jetzt meine Hütte wieder aufwache und wieder neu anfangen kann. Und ja, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und vielleicht beim nächsten Mal klappt es dann wieder besser. Vielen Dank, bis denne, tschüss.